Will mich das. Jetzt nimmt auf. Manchmal ist es nicht fassbar, was man alles für kleine Pech und Pannen kriegen kann. Wir gehen weiter. Was ist das? Ein Markt? Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Habt ihr gesehen, die Steine rollen sogar runter. Das ist ja wohl cool. Das ist, Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt. Also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe. Ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Sehr lieb. So, und für alle die es noch nie gesehen haben. Ja, also so wurde ohne Waschmaschinen Wäsche gewaschen. Ne, da hatte man Wäschezuber, da kam die Wäsche rein, da wurde dann halt geschrubbt. Ja, und am Ende kam das Ganze auf dem Waschbrett. Ne, nur, dass ihr es mal auch das mal gesehen habt, wie sowas aussieht. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Ob sie den Baum irgendwann mal durchschlagen? Na, ist zu viel erwartet. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Möge das Wetter so bleiben. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Das ist so der Nebeneffekt bei einer Pilgerfahrt. Dass man viel läuft. Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Das wird toll! Naja, ich will lieber auf meine Insel. Die ist bestimmt besser. Sch, sag das nicht. Ups. Werden wir in allen Basiliken beten? Die Älteren behaupten sich gut. Ja, sie sind unerschütterlich. Ja, ihr Glaube ist stark. Hm. Was passiert, wenn wir durchlaufen? Nee, das ist einfach so, sowas. Ne, da kann man aber, wenn man Avatar guckt, die hochgestriegelte, glattpolierte Grafik, die dann da präsentiert Hallo. Wird. Hallo. Hallo. Da merkt man einfach, ne, ihr könnt das nicht. Ja, das ist eine Schaukel. Sicher nicht den Weg, den wir geben müssen, aber oh, das ist eine Schaukel. Schaukel. Oh, die zu Hause war immer kaputt. Setz dich, ich schubs dich an. Oh wirklich? Ja, cool. Willst du nicht lieber? Nein, ich schubse dich an. Du bist müde. Ja, aber sowas von. Also los. Wir helfen aber. Verletz dich nicht. Schon gut. Schließ deine Augen und stell dir vor, du fliegst. Bekomme ich im nächsten Zuhause eine Schaukel? Am besten eine zwischen zwei Bäumen. Oh, ja, Apfelbäume. Hey, ich bin genug geflogen, glaube ich. Gehen wir zurück? Ja. Na, oh, schön. Danke vielmals. Das war erholsam.
Ich will meine eigene haben. Erst die Insel, dann ein Zuhause. Ah, da kommt das Mädchen. Wir stellen uns im Weg, wir stellen uns im Weg. Hallo. Ah, die KI nicht unbedingt mitgerechnet. Okay. Da haben wir keine Lösung für. Hey, Janine, hast du vielleicht ein wenig Salz übrig? Du hast schon wieder keins. Durch die letzte Gruppe sind wir noch mehr. Mehr Teller bedeutet größere Töpfe. Lass mich kurz kehren, dann gebe ich dir ein wenig. Sei aber bloß nicht zu großzügig damit, sonst trinken sie nur noch mehr. Das stimmt wohl. Du hast recht. Da steckt Wahrheit drin. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallo. Oh, hallo und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, Priester. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Genau, einfach weggehen. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert! Und niemand wird verletzt! Bitte! Einfach weggehen. Wir haben nichts getan. Wir sind fromme Christen. Als ob das nicht wäre. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Das stimmt. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Ich weiß. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig.
Wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Sie sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Da! Halt dich! Hier! Mich! Nicht alle! Oh nein! Das ging tiefer als erwartet. Amicia! Mein Kopf, wir müssen weg! Ja. Oh, scheiße! Ja. Mir ist schwindelig. Scheiße! Deine Hand! Du blutest wieder! Gott! Hinterher! Amicia! Tötet sie sofort! Wir müssen weg! Ja! Wir müssen weiter! Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein? Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Aber zwei Werkzeuge. Ah, wir können die Armbrust können wir auch aufrüsten. Für den Wurf an der Armbrust ein weicheres Material gewählt, kann Amicia deutlich schneller nachladen. Oh, das nehmen wir doch. Viel besser. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Zwei, hast du drei. Mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Amicia, dein Kopf. Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Die Frage ist jetzt wirklich, wo gehen wir weiter? Nach links oder rechts? Da oder da? Irgendwas sagt mir, wir gehen rechts. Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter. Geht denn die Tür dahin? Und die Karre hier nehmen irgendwie? Nee. Scheint es ja irgendwie hier rauf zu gehen, ne? Aber wie? Einfach hier dran gehen? Auch nicht. Naja, gehen wir so weiter. Amicia, da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Okay. Ja. Ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Was? Moment. Wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mache ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen! Oh. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an.
Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Was? Ihr seid hier drüben! Ihr da! Machen wir sie kalt! Schnell! Schnappt euch die Eindringlinge! Ihr da! Machen wir sie kalt! Verschwunden? Wie das? Okay, wir sterben. Das ist noch nicht vorbei! Amicia! Nein! Oh. Wir sterben. Hätte man auch verhindern können, ich weiß, aber warum? Augen offen halten! Sie sitzen und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Sind garantiert hier! Lasst sie nicht entwischen! Ich glaube, die sind da unten! Ich sehe mal nach! Eindringlinge! Haltet sie auf! Sie haben uns gesehen! Diese Bastarde! Schnappt sie euch! Mist! Ich habe sie verloren! Ich sehe sie! Hier lang! Was jetzt, Amicia? Wollt ihr euch... Da! Lasst sie nicht entkommen! Sie kommen! Schwärmt aus! Sucht alles ab! Absperren! Schnappt euch die Hunde! Ist gut! Thank you.
Was? Wir müssen raus. Moment. Haltet sie auf! Oh nein! Bewegung, Männer! Ein bisschen blöd, dass man hier im Knie nicht seid ihr, Alter? Wir sind hier drüben. Sie haben uns gesehen. Dahinter sind sie. Komm. Ist ein bisschen schwer. Ich habe alle Helme an, ne? Also ein bisschen schwer. Also ich weiß ehrlich nicht, wie ich das vernünftig lösen soll. Ich muss eigentlich so rum raus. Das geht nicht anders. Nein! Hier raus.
war das? Sie ist... Ich hab sie! Kommt hier, Eddie! Schnappen Sie euch! Sie verstecken sich dahinter, ich scheuch sie raus! Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Hier! Ergreift sie! Eindringlinge! Bewegung, Männer! Kommt dahin! Ich geh schon! Gefunden! Lasst sie nicht entkommen! Sie kommen! Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Sie haben uns erwischt! Eindringlinge! Kommt nicht! Amicia! Oh, lass mich! Atmen! Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Es wurde berichtet, dass sie hier sind. Such die Gegend ab! Fang diese Hexe! Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Nichts. Tja, und damit... enden wir hier die Folge. Bis dann. Tschüss.